Ist ein anderes Thema, aber in einem Bereich, da hat Deutschland wirklich massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Und das ist die energieintensive Industrie. Also hier, ich schiebe mein Bild hier mal runter, dass ihr das auch alle sehen könnt. Die Produktionsentwicklung in energieintensiven Industriezweigen ist wirklich sehr dramatisch eingebrochen. Das ist die rote Linie, die ihr sehen könnt. Die befindet sich mehr als 20% unterhalb des Niveaus, was sie noch 2021/22 hatte. Also ihr seht, die Produktion in der energieintensiven Industrie, die war in den letzten Jahren, okay, jetzt habe ich das aus Versehen zusammengezogen, immer relativ stabil. Die war deutlich stabiler als die in anderen Industrien. Also wie gesagt, bis 2021 und dann 2022 mit der Explosion der Energiepreise ging es dann drastisch bergab. Und mittlerweile, wie gesagt, der Absturz beträgt mittlerweile über 20%. Es ist ein atemberaubender Kollaps, den uns der Wirtschaftskrieg gegen Russland eingebracht hat, der die Energiepreise hierzulande hat explodieren lassen. Und dieser Kollaps, der hat auch nicht gestoppt, der hat sich nicht umgekehrt, sondern der geht einfach weiter. Also die energieintensive Industrie, die ist 2022 abgestürzt und die stürzt immer weiter ab. Also es ist eine einzige Katastrophe. Mittlerweile schlägt das auch schon auf die Gesamtindustrie durch, die mittlerweile schon rund 15% unter der den Produktionsniveaus ist, die sie 2017, 18 erreicht hatte. Also es ist eine einzige Katastrophe, die von Robert Habeck hier ja, so blumig umschrieben wird. Ja, wir müssen nur ein bisschen die Steuern senken und dann haben wir Wettbewerbsfähigkeit. Nein, wir müssen die Energiepreise senken, wenn diese Industriezweige nicht abwandern sollen. Und langsam könnte es sein, dass es für große Industrien mittlerweile zu spät ist. Also je länger dieser Zustand andauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Industrien auch niemals zurückkehren werden. Also wenn die Produktionskapazitäten nur runtergefahren werden, dann können sie ohne Probleme jederzeit wieder hochgefahren werden. Wenn die Produktionskapazitäten abgebaut sind, dann kehren sie nicht mehr wieder zurück. Dann war es das. Dann ist die energieintensive Industrie weg und dann ist sie in anderen Weltregionen, wo sie deutlich billiger produzieren kann. Und die Energiepreise, die wir gerade haben, die verscheuchen die energieintensive Industrie. Also ihr seht diesen einmaligen Absturz. Das ist in Friedenszeiten wirklich etwas sehr, sehr Besonderes. Und daran trägt wirklich zu 100% die Ampelregierung Schuld. Also das fällt nicht in die Ägide von Merkel oder irgendwem anders, sondern das ist wirklich alles die Schuld der Ampel. Das ist die Schuld dieses völlig irren Wirtschaftskrieges gegen unseren wichtigsten Energielieferanten. Also Robert Habeck ruiniert unser Land. Robert Habeck sorgt dafür, dass hier alles zugrunde geht. Und dann redet er was, ja, 8 Milliarden, ein bisschen die Steuern senken und dann haben wir wieder Wettbewerbsfähigkeit. Bullshit. Wir brauchen billige Energiepreise oder die energieintensive Industrie ist weg. Und je länger wir jetzt warten, also wenn wir bis 2025 bis zur nächsten Wahl warten und dann erst was passiert, dann könnte es für viele Industrien schon zu spät sein. Also dann sind diese 20% Produktionseinbruch keine vorübergehende Episode, dann sind die vielleicht dauerhaft. Und das wäre natürlich eine Katastrophe für Deutschland. Aber ja, im grünen Elfenbeinturm im Wirtschaftsministerium, da scheint man so etwas nicht mitzubekommen. Also